Leute, heute reagieren wir mal gemeinsam auf coole Roblox-Shorts. Dafür laufe ich nochmal ganz schnell nach Hause und... Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, wer ist das denn? Aha, aha, aha. So sieht man sich also wieder, Lami. Hey, oh Banani, was machst du denn hier? Und warum fährst du mich mit diesem Panzer an? Tja, Lami, das hat einen Grund. Und den hast du noch nicht vergessen, oder? Oh, Banani, wovon redest du denn da bitte? Du hast also keine Ahnung, wovon ich rede? Na gut, dann erinnere dich doch mal zurück. Tut mir leid, Banani, aber dann müssen wir leider getrennte Wege gehen. Moment mal, nein, bitte nicht! Was sagst du jetzt, Lami? Naja, also, was soll ich denn sagen, außer... dass ich auch einen Panzer habe! Oh, wo hast du den denn her? Ja, den habe ich von World of Tanks! World of Tanks ist ein kostenloses Multiplayer-Spiel, in dem ihr mit eurem Panzer durch das Schlachtfeld fahrt, mit euren eigenen Taktiken die gegnerischen Panzer zerstört. Und Freunde, mit über 800 Panzern im Spiel gibt es immer eine neue Art und Weise, wie ihr die massiven Schlachten für euch gewinnen könnt. Man rollt über offene Felder, erklimmt steile Hügel, schleicht durch Wälder und rast durch Wüsten. Aber Freunde, bei über 100 Millionen Spielern ist es gar nicht so einfach, der Beste zu werden. Also sammel Erfahrung als Panzerkommandant, verbessere dein Panzer und let's go! Also Freunde, worauf wartet ihr? Ladet euch jetzt World of Tanks über den ersten Link in der Videobeschreibung runter und für neue Spieler gibt es sogar mit dem Code TANKMANIA viele Geschenke, wie zum Beispiel einen Panzer, 250.000 Credits, 7 Tage Premium und noch viel mehr. Also vielen Dank an Wargaming und jetzt ab in die Schlacht! Yeah! Hallo? Ey, wann beginnt die Schlacht? Oh Mann, ey, guckt euch den kleinen Pupsi an. Der denkt ja immer noch, dass ich im Panzer bin. Naja, Freunde, wir haben heute auf jeden Fall eine Mission. Denn, Freunde, wie gesagt, werden wir heute gemeinsam auf Roblox-Shorts reagieren. Und ich würde sagen, da babbeln wir gar nicht mehr so lange rum, sondern beginnen direkt mit dem ersten Short. Let's go, Sui! Und hier sind wir auch schon, Freunde. Ich sehe auch schon diese Treppe. Moment mal, das ist eine Treppe aus einem Brookhaven-Haus. Das ist also ein Roblox-Brookhaven-Short. Leute, wir starten das Ganze einfach mal. Und... Oh, Bebe! Ey, wo ist das denn, Bebe? Ey, das sagen immer Emily und ich zueinander. Oh, Mann. Leute, original, das ist einfach Emily. 1:1. Ihr passiert was und dann fängt die direkt an zu heulen. Moment mal. Oh, Bebe! Oh, Bebe! Okay, und das zweite Short, das wir hier haben, ist einfach von unserem Pups-Freund A-A-Ray. Ey, und ich sehe schon, er hat da unten in der Beschreibung A-A-Lami geschrieben. Was hat es damit auf sich, Leute? Wir checken das Ganze mal ab und let's go. Oh, I gave a second chance to Cupid. Ey, oh mein Gott, A-A-Lami. Let's go, Freunde! Alter, guckt euch das mal an, das sieht echt fresh aus, oder nicht? Also, ich muss ja schon sagen, A-A-Lami, das könnte hier schon wirklich mein Zwillingsbruder sein, nur mit braunen Haaren. Ja, A-A-Ray, ich glaube, du müsstest mal mehr mit diesem Skin aufnehmen. Oder Leute, schreibt ihr mal eure Meinung rein, welchen Skin findet ihr besser, A-A-Rays oder... den... A-A-Lami-Skin! Der ist ja schon echt eine 10 von 10, muss ich sagen. Und das nächste Short ist einfach von meiner Community. Also, der Kanal heißt hier Lami, meine Salami. Aha, aha, okay. Ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Okay, Moment mal, ist das nicht von dem Film Ich einfach unverbesserlich? Freunde, der Film ist richtig cool. Ich liebe den Film und mal gucken. Okay, steht meine Freunde. Oh, hi. Und ich? Okay, das soll jetzt Lami meine Salami sein, okay. Da bin ich, was geht ab, Mann? Are you single? Was? Oh mein Gott, das darf Emily auf gar keinen Fall sehen, sonst wird die ganz eifersüchtig. Hi.
Aber Leute, ich muss wirklich an der Stelle sagen, ich danke jedem Einzelnen, der solche Fan-Edits macht. Ich versuche auch wirklich so viele wie möglich zu liken und zu kommentieren. Und Leute, ich sehe jeden Tag so viele Shorts. Aber nicht nur Shorts, sondern auch auf TikTok ladet ihr solche Fan-Edits hoch. Und ja, Leute, was soll ich ja sagen? Ich küsse eure Herzen. Danke an jeden Einzelnen, der solche Fan-Edits hochlädt. Ich würde aber jetzt sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Short. Und Freunde, da haben wir einmal dieses Short hier. Das ist nämlich ganz, ganz, naja, wie soll ich sagen? Speziell, denn, Freunde, bei diesem Short sehen wir den Lami und den Emily-Filter. Den gibt es ja, wie ihr alle wisst, auf TikTok, da könnt ihr alle diesen Filter benutzen. Aber Leute, bei diesem Short ist eine Sache passiert, Freunde. Wir schauen uns das Ganze mal an. Hier sehen wir, wie die Kleinen hier tanzen. Aber Freunde, jetzt achtet mal ganz genau auf Emilys Gesicht. Ganz, ganz wichtig. Achtet auf Emilys Gesicht. Und da, habt ihr gesehen, Freunde? Da sehen wir Emilys Gesicht. Ja, nicht, Freunde. Denn so viele von euch dachten einfach, dass es wirklich Emily ist. Aber, Freunde, da kann ich einfach nur sagen, hä? Leute, warum denkt ihr, das ist Emily? Emily hat blonde Haare, das wisst ihr alle. Und so sehe ich auf jeden Fall auch nicht aus. Also, Leute, das hier bin auch nicht ich. Und, Freunde, wie wir hier oben sehen, hier steht der TikTok-Account von diesem Typen hier. Er heißt auf jeden Fall Junelle Dominic. Und, Leute, er hat einfach mal 11,4 Millionen Follower und er hat einfach den Lami und Emily Filter benutzt. Und Freunde, wenn wir hier runter scrollen, dann sehen wir auch ganz genau hier das TikTok von denen. Das hat auch 3,5 Millionen Aufrufe. Und Freunde, hier habt ihr auch in den Kommentaren geschrieben, dachte kurz, dass das Lami und Emily ist. Naja, um ehrlich zu sein, dachten das sogar richtig, richtig, richtig viele, dass das wirklich Emily ist. Auch hier wurde nochmal das gleiche TikTok hochgeladen und hier steht sogar Erdbeer-Emilys Gesicht. Oh mein Gott. Und er hat hier sogar geschrieben, Lamis Gesicht, kein Fake? Hä? Warte mal, wie Lamis Gesicht? Ja, Leute, wir sehen es. Und da. Zu Nebenrisiken und Wirkungen packungen Sie die Lesungsbeilage und erhalten Sie Ihren Frag oder Atepoka. Was? Atepoka? Ja, auf jeden Fall, Freunde. Viele dachten wirklich, dass das Emily ist, aber nein. Als nächstes haben wir dieses Short hier und in der Beschreibung steht Lami vs. Hater. Okay, okay, okay. Und er heißt sogar Lami, my favorite YouTuber. Oh mein Gott, ich küsse dein Herz. Und wir sehen hier auf jeden Fall einen Hater mit einem riesen Schneeball. Okay, Leute, was macht er? Er wirft ihn auf Emily! Nein, Emily! Oh, die fällt da einfach um! Oh mein Gott, und jetzt? Sui, da bin ich einfach... Alter, mit was greife ich die da an? Mit einem riesen Stein oder was? Eieiei. Ja, Leute, glaubt mir, ich würde nicht nur Emily so beschützen, sondern auch euch, meine kleinen Pupsi! Als nächstes haben wir dieses Short hier und im Titel steht, Lami hat einen Autounfall. Okay, wir sehen auf jeden Fall mich und ein anderes Mädchen und sie hat sogar das Lami Cape. Oh mein Gott, sehr gut. Was macht die da? Verprügelt die mich? Bitte, was? Alter, was? Die verprügelt mich einfach. Oh, Alter. Oha. Die hört ja gar nicht auf, Leute. Die ist ja mal richtig aggressiv. Was habe ich hier getan? Oha. Jetzt geht die weg. Alter. Naja. Ah, okay, Freunde. Das war also mit Autounfall gemeint. Als wären diese ganzen Schläge von ihr nicht genug gewesen, werde ich auch noch überfahren. Sehr gut. Okay, Freunde, als nächstes schauen wir uns aber keinen Short an, sondern ein Video, das über mich hochgeladen wurde. Und Leute, glaubt mir, dieses Video, das haben vielleicht schon ein paar von euch gesehen. Und zwar wird in diesem Video erklärt, warum Lami blöd ist. Ja, also Freunde, wirklich, das Video heißt wirklich, warum Lami blöd ist. Leute, hier steht auch schon Gründe, warum Lami blöd ist. Leute, ich babbel gar nicht mehr so lange rum, sondern wir starten mit diesem interessanten Video. Warum Ella Aminat blöd ist. Er ist cringe. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall erstmal cringe. Seine Edits stinken sogar nach Wix cringe. Er gibt... Hä? Warte mal. Meine Edits stinken nach Roblox? Hä? Was meint er damit? Ach, keine Ahnung, Freunde. Und jetzt schreibt er...
Er gibt mir keine Robux. Oh mein Gott. Das ist also ein Grund, warum Lami blöd ist. Aha, aha. Verstehe, verstehe. Sag mir mehr. Keine Robux. Lami und Affi sind die Charaktere. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sagt der? Er sagt einfach, Banani und Affi sind cringe. Nein, nein, nein. Ey, Banani und Affi sind die größten Ehrenmänner. Und was sagt der jetzt? Moment mal, Freunde. Wir müssen zuhören. Und Leute, Moment mal. Was schreibt er hier? Wenn ich ihn egal irgendwo auf YouTube sehe, er macht eher denselben Online-Data-Trash. Ey Leute, ohne Witz, ihr liebt doch meine Online-Data-Videos. Warum soll ich das nicht weitermachen? Hä? Ach, keine Ahnung, Freunde. Wir machen einfach mal weiter. Lami hat Roblox kaputt gemacht. Ah ja, ist das so? Naja, Freunde, ich sag dazu einfach mal gar nichts. Sein Schien ist in meiner Meinung wie eine nervtötende LEG-Figur. Moment mal, mein Skin ist wie eine nervtötende Lego-Figur? Hä? Moment mal. Also, mein Freund, erstens, mein Skin ist fresh, ja? 10 von 10. Und zweitens, Lego ist auch cool. Also nichts gegen mein Skin und nichts gegen Lego. Vor allem, Freunde, wir wissen ja alle, dass Roblox Lego sehr ähnelt. Also verstehe ich jetzt diesen Satz eher weniger, aber naja. Meine, wie kann man so einen ekelhaften Typen mögen? Ja, Leute, wie könnt ihr mich nur mögen? Er soll auch andere Spiele spielen, nicht nur Gigs. Ja, Leute, er hat auf jeden Fall recht. Ich spiele angeblich nur Roblox. Aber Leute, nur weil er jetzt dieses Video gemacht hat, wird auf jeden Fall bald ein Video kommen, wo ich nicht Roblox spiele auf diesem Kanal, sondern ich werde ein Döner-Spiel spielen. Ganz genau, bald kommt ein Döner-Video. Aber Freunde, er hat auf jeden Fall noch mehr zu sagen. Und zwar, wie kann man mit 20 so ein Babymist spielen, aber excuse me, es gibt noch schönere Spiele als Roblox. Ja, Leute, ich glaube, ich höre jetzt auf mit Roblox. Ich meine, das ist ja nur ein Babymist. Ja, Freunde, ihr hört hier alles, was er sagt. Aber das war's noch nicht, Leute. Er hat hier noch was zu sagen. Wir hören auf jeden Fall noch rein. Er bittet so unnormal, um ihn zu liken und ihn zu abonnieren. Da habe ich lieber keinen Bock, seine Videos anzuschauen. Ja, Leute, da hat er doch bestimmt recht, oder? Ich bette nur nach Likes und ich bette immer darum, mich zu abonnieren. Hey, Leute, wenn ihr das auch so findet, dann liked das Video jetzt und abonniert den Kanal. Zoe! Und ich glaube, ja, das war's auch schon mit dem Video. Und Freunde, wie ich schon gesagt habe, das Video haben wahrscheinlich schon ein paar Leute gesehen. Das hat auch schon 56.000 Aufrufe und einfach mal über 2.600 Kommentare. Das ist echt krass, ey. Vor allem, wenn man sich die ganzen Kommentare durchliest, Leute, man sieht einfach, die Lami Army hält zusammen und ihr beschützt mich hier alle. Das ist richtig, richtig süß von euch. Aber ja, Freunde, was soll ich euch sagen? Mich interessiert sowas gar nicht. Ihr braucht euch da gar keine Sorgen zu machen, dass mich irgendwie sowas verletzt oder sowas. Um ehrlich zu sein, lache ich darüber. Denn, Freunde, irgendwie ist es ja schon lustig, oder nicht? Aber ich finde es so, so süß, wie ihr mich hier alle in den Kommentaren beschützt. Und die Lami Army zeigt, dass wir hier alle zusammenhalten. Und genau so muss das sein, Freunde. Die Lami Army hält wirklich für immer zusammen. Aber wie gesagt, Freunde, macht euch gar keine Sorgen über solche Hater-Videos. Die interessieren mich wirklich gar nicht. Auf solche Hater-Videos pupse ich einfach nur. Aber naja, das auf jeden Fall dazu. Aber Freunde, wir haben zum Schluss auf jeden Fall noch ein Roblox-Short von einer sehr, sehr bekannten YouTuberin. Und zwar ist das Short von der lieben Danja. Und wir sehen hier schon im Titel, sie schreibt, ich habe Lami gezeichnet. Sorry, Lami. Okay, Leute, ich bin mal sehr gespannt. Und wir starten einfach mal mit dem Short. Alles, was ich in diesem Spiel male, wird Wirklichkeit. Und ich habe euch letztens in den Kommentaren gefragt, was ich mal malen soll. Mhm. Und ihr habt gesagt, ich soll Lami zeichnen. Zoe! Okay, wir machen weiter. Ich nenne. Und das mache ich auch. Wo fange ich da an? Ich hoffe mal, du gibst die Mühe dann ja hier. Okay, wir gucken weiter. Hat er ja einen Pullover an. Oh, ich habe irgendwie nicht so viel Platz mehr für die Arme. Warum ist das Zeichnen so schwierig? Und dann hat Lami natürlich auch immer noch so ein Cape um. Das Lami-Cape! Hallo, das ist ganz, ganz wichtig. Aber schön, dass du das nicht vergisst. Sonst wäre es auf jeden Fall eine minus 100 von 10 gewesen. Aber ich muss sagen, bis jetzt sieht das Ganze eigentlich in Ordnung aus, um ehrlich zu sein.
dürfen wir nicht vergessen. Natürlich braucht er noch ein Gesicht. Und da sind diese rosa Linien hier. Da braucht er natürlich noch einen Mund. Da freut er sich. Aber natürlich noch seine blonde... Ey, oh mein Gott, was ist das denn? Einfach Lami mit Glatze. Danja, du musst mir ganz schnell Haare malen. Haare? Und das wird jetzt bestimmt ganz schlimm. Das ist mir hier noch ein bisschen peinlich, weil ich weiß, dass Lami ziemlich gut zeichnen kann. Und wirklich ist Lami. Also, ich finde, es ist so mittelmäßig geworden. Also jetzt mal ohne Witz, Freunde. Ich finde das wirklich gut. Jetzt ohne Spaß, das ist echt gut geworden. Bewertet ihr mal bitte Danjas Zeichnung in den Kommentaren von 1 bis 10. Und Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's mit den ganzen Shorts für heute. Wenn ihr aber sowas öfter sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall einen dicken Daumen nach oben geben. Und schreibt unbedingt in die Kommentare, auf welche Shorts ich noch so reagieren soll. Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr solche Videos nie wieder verpasst. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, Freunde, könnt ihr links und rechts die letzten 2 Videos abchecken. Die sind auch sehr, sehr cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen, wie immer, bei einem neuen Video wieder. Und ciao!